Denk dran zu sagen, sie ist meine Tochter. Ah, ja. Er ist mein Vater. Guten Morgen und herzlich willkommen zum neuen Video. Wie haben wir nochmal angefangen? Mein Name ist Sven. Ach, richtig. Ja. Guten Morgen zum neuen Video. Mein Name ist Sven. Mein Name ist Jule. Sie ist meine Tochter. Er ist mein Vater und zusammen bauen wir meinen Van aus. Wir haben uns für die Fenster von Raimo entschieden, und zwar die Carbest Elegance. Die habe ich auch schon in meinem Van drin und die haben mich tatsächlich überzeugt. Also Preis-Leistung super. Dir gefallen sie auch von der Optik her? Mega, voll schön. Wir haben hier diese Fliegengitter. Aber man kann dann, wenn das Fenster eingebaut ist, quasi das Fliegengitter hochmachen, das Fenster öffnen, dass keine Mücken reinkommen oder fliegen. Und hier einmal den Sichtschutz noch, das ist dann das Weiße. Genau. Oder eben ganz offen. Was ich ganz gut finde, ist, dass der Sichtschutz auf der anderen Seite metallbedampft ist. Das heißt, der lässt so ein bisschen die Hitze draußen. Das ist ganz cool. Und was ich noch wirklich gut finde, es ist alles in einem Paket enthalten. Man muss also nicht die Fenster einzeln kaufen und dann irgendwelche Plissés da noch dazu sich raussuchen. Es ist alles in der Kiste. Befestigungsmaterial, Schrauben, Abdeckkappen und natürlich auch das Fenster, welches diese schön flächenbündig mit der Oberkante abschließt. Also keine Huckel und nix. Ja, mega gut. Es gibt sie in verschiedenen Größen. Es ist doppelt verglastes Acryl und man kann es zu 45 Grad aufstellen. Hier sehen wir die Öffnungsmechanismen. Die arretieren sich an jeder Seite. Drei Stück. Hier sieht man dann die Verschraubungen für die Teleskopsteller. Wenn man es aufklappt, dann kann man diese quasi im aufgeklappten Zustand arretieren und das Fenster hält sich dann in dieser Position. Die Fenster sind für Wandstärken ab 25 mm geeignet. Ich habe das hier mal ein bisschen probiert mit dem Holzrahmen, der hier drumherum kommt. Also hier ist quasi die Metallwand dazwischen, von innen kommt der Holzrahmen. Und dann gibt es das Befestigungsmaterial, welches man hier rauflegt. Und dann kann man das hier quasi am Rahmen einklemmen. Jo, und jetzt bauen wir als erstes einen Holzrahmen. Den benötigen wir nämlich, damit wir das Ding einsetzen können. Bitte schön. Sie. Das Fenster kommt einmal an diese Stelle. Das erste Opfer. Die anderen folgen erstmal später, aber so haben wir das Schönste schon mal erledigt. Genau, und um Platz zu schaffen, nehmen wir jetzt als allererstes den Flatterholm raus und danach bauen wir den Holzrahmen. Man darf nicht vergessen, dass man die Rahmendicke zu dem Ausschnittmaß dazu rechnet. Also wir haben jetzt uns die Hölzer hier schon mal hingelegt, so wie sie dann wären, wenn der Rahmen fertig ist. Und dann misst man von dieser Ecke bis unten die Rahmendicke quasi noch mit ein. Und ob sie richtig gemessen haben, seht ihr, wenn das Licht angeht. Nee, gar nicht. Ja, probier mal. Wenn der Rahmen liegt. Ja, wenn der Rahmen liegt. Ja, passt perfekt. Wow. So, und jetzt gilt es, diesen Rahmen an die Außenhaut zu bringen. Ja. Wollen wir mal ranhalten? Mhm. Ach, da. Ich dachte, da. So, das hier wird der Ausschnitt. Mhm. Und wenn wir jetzt in die Ecke bohren würden, wir müssen nachher mit dem 8 mm Loch bohren. Das heißt, wenn wir in die Ecke bohren würden, malen wir da so ein 8 mm Loch hin. Größer 8 mm.
Ja, du siehst, dann würden wir schon außerhalb des Schnittbereichs kommen. Das bedeutet, wir müssen das Loch weiter in die Mitte machen, so dass der Kreis innerhalb dieser Ecken ist. Jo, und davon dann den Mittelpunkt. Genau. Das heißt, wir müssen weiter drin bohren. Okay. Und das machst du jetzt. Was war das? Ja, ich bin durch. Ja, schön. Gut. Und? Das sieht schon cool aus. Also das Metall haben wir jetzt quasi zersägt und dass es nicht rostet, machen wir jetzt hier so Rostschutz noch drauf, auf die Kanten. Genau. Cool. So, als nächstes kleben wir den Rahmen ein bisschen ein. Wenn ihr hier so eine Kartusche habt, dann könnt ihr die Kartuschenspitze so ein bisschen, ich weiß nicht, ob man sieht, so dreieckig einschneiden. Dann kommt da nämlich eine schöne Klebewurst raus, wenn man da drückt. Und Jule zeigt euch das jetzt mal. Seht ihr, wie schön das ist? Wow! Und dadurch, dass der Kleber dann halt hoch ist, kann er halt ein paar Ungleichmäßigkeiten ausgleichen, beziehungsweise haftet er einfach viel früher, wenn ihr das ranbappt. Ja, erstmal ansetzen, das, was ihr fixieren könnt. Nicht richtig? Muss auf Kante, ne? So ungefähr, ja. So, dann lassen wir das jetzt kurz mal anziehen und dann setzen wir auch schon das Fenster ein. So, was ist denn hier los, Jule? Der Regenschutz für den Regen. Ja, wir müssen eine kleine Pause machen. Deswegen haben wir ihn mal abgeklebt und warten jetzt den Regen ab. Danke an Raimo, dass wir die Fenster zur Verfügung gestellt bekommen haben. Guckt doch gerne mal im Onlineshop vorbei, da gibt es noch ganz viel mehr zu sehen. Wir verwenden hier Dekalin, das Dekasil 8936. Damit habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht. Ich hatte damals es mit Sika 712 gemacht. Das war aber zu klebrig die ganze Zeit. Das wird irgendwann wie Kaugummi und man kann die überschüssigen Reste einfach abziehen. So, die Stunde der Wahrheit. Nee, mach's einfach so wie du vorhin das einfach drauf. So, hier ist es wichtig, dass das Dichtmittel überall rausquillt, auch wenn es, sagen wir mal, hier nicht so aussieht, als ob da was da ist. Wenn man ein bisschen drückt, kann man da hinten sehen, dass da doch was ist. Man hätte ein bisschen mehr nehmen können, aber ist alles noch hier safe. Hier genauso, da ist es auch. Und das Überschüssige, das kann man so nach 2-3 Tagen wie so ein Kaugummi einfach abziehen. Das müsstest du dann machen. Ah ja, okay. Genau. Supi.
So, der große Augenblick ist gekommen. Wow. Glückwunsch an erstes Fenster. Ja, danke schön. Geil. Ja, das war's dann, ne? Für ein erstes Fenster ist drin. Na, guck noch mal unten im Online-Shop bei Raimo vorbei. Genau, da gibt's alle Teile für euren Van-Ausbau. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.